Ja, im zweiten Teil wollen wir uns jetzt anschauen, was passiert, wenn wir mit falschen Daten, die wir bekommen, einfach weiterrechnen. Und auch dazu habe ich wieder ein bisschen was vorbereitet und ich bitte Sie, das auch wieder im Lernskript direkt mitzulesen. Okay, zunächst mal unsere Ausgangsposition war, wir haben einen Vektor x, auf den wollen wir eine Funktion f anwenden. Der Einfachheit halber sei jetzt mal hier erstmal alles über r. Und x steht uns nicht direkt zur Verfügung, sondern wir kennen nur eine Näherung x-Schlange und der Unterschied zwischen x-Schlange und x ist gerade unser dx. Okay, wir wissen auch schon, was wir wollen. Wir wollen ausrechnen, wie groß ist der Fehler, den wir machen, wenn wir unsere Funktion f einfach auf x-Schlange anwenden, anstatt auf x. Das heißt also, der Fehler ist zunächst mal, der absolute Fehler wäre f von x-Schlange minus f von x, davon der Betrag. Und relativ, wir betrachten immer alles relativ, wäre das geteilt durch f von x. Das heißt, das hier vorne, das ist unser Term, den wir gerne abschätzen möchten, von dem wir wissen möchten, wie groß er denn werden kann. Zunächst mal, wenn man das x-Schlange da oben sieht, das x-Schlange ist ein x plus dx, dann steht da sowas wie f von x plus dx minus f von x. Also da fällt mir erstmal sofort der Mittelwertsatz ein. Und es gilt, dass f von x plus dx minus f von x geteilt durch dx ist gleich dem f' an einer Zwischenstelle xi zwischen x und x-Schlange unter der Voraussetzung, das habe ich jetzt hier vergessen, dass f natürlich mindestens einmal stetig differenzierbar ist. Das setzen wir hier immer tatsächlich voraus. Okay, gut, den Mittelwertsatz kann ich jetzt einsetzen in meine Fehlerformel hier oben. Und bekomme dann das f von x plus dx minus f von x geteilt durch f von x. Naja, für den Zähler hier oben setze ich ein das dx mal f' von xi und erhalte zunächst mal, das ist gleich f' von xi geteilt durch f von x, das ist stehen geblieben, mal dx, das ist das von da vorne. Ja, und dann möchten wir gerne vergleichen mit dem relativen Fehler in x. Das heißt, ich hätte da gerne ein dx durch x stehen. Also schreibe ich das dx durch x hier vorne einfach hin und multipliziere nochmal mit x. Okay, gut. Das heißt also, wenn ich das jetzt ausmultipliziere, dann steht hier, das ist dasselbe wie f' von xi mal x durch f von x mal Norm d, mal der Betrag von dx geteilt durch den Betrag von x. Okay, das heißt also, das hier vorne, das Betrag dx durch x, das ist ja gerade dieser relative Fehler, mit dem wir angefangen sind. Ja, das war der relative Fehler unseres x-Schlange, den wir tatsächlich in die Funktion reingesteckt haben. Okay, und wir sehen jetzt im Ergebnis, im Resultat, wird dieser Eingangsfehler hier vorne, dieser Originalfehler, den wir hatten, multipliziert mit einer Zahl. Und die möchte ich zunächst mal für einen Augenblick noch, ich möchte sie gar nicht m-Schlange nennen, sondern Sie sehen, jetzt habe ich mich hier tatsächlich vertan. Ich mache das nochmal eben weg. Ups, jawohl, das ist noch nicht das m-Schlange. Das Problem ist, hier vorne steht jetzt eine Zahl und diese Zahl sagt mir genau, um wie viel dieser Fehler verstärkt wird. Ja, das ist super, genau das wollten wir eigentlich. Wir wollten wissen, wie ist denn der Fehler anschließend im Resultat. Das Problem ist, da vorne, da steckt so ein Xi drin. Ja, und dieses Xi kennen wir nicht. Der Mittelwertsatz sagt uns nur, es gibt so ein Xi zwischen x und x-Schlange, sodass das Ganze gilt. Darum machen wir ein bisschen was Einfacheres und wir sagen, naja, also wir gucken uns einfach mal an, was passiert im Limes dx gegen 0. Das würde bedeuten, was passiert, wenn wir immer kleinere Fehler haben und das ist sowas, sowieso so ein bisschen was, was wir uns vorstellen, dass die Fehler tatsächlich klein sind, im Grenzfall wirklich unendlich klein. Naja, wenn dx gegen 0 geht, gucken wir uns mal, wo kam das Xi denn her? Das Xi kam aus dem Intervall zwischen x und x-Schlange. Ja, also hier oben, da. Das Xi kam aus dem Intervall von x gegen x-Schlange. Wenn das dx gegen 0 konvergiert, also der Unterschied zwischen den beiden gegen 0 konvergiert, konvergiert das x-Schlange gegen x und na, es bleibt mir gar nichts anderes über. Das zugehörige Xi muss tatsächlich gegen x konvergieren. Das heißt also, wenn tatsächlich der Fehler ausreichend klein ist, dann ist dieses f' von Xi hier vorne
sehr nah dran an dem F' von Xi, von F' von x, also es konvergiert tatsächlich gegen F' von x, und für kleine dx können wir sagen, das F' von x ist eine gute Approximation für das F' von Xi, und deshalb betrachten wir hier an dieser Stelle nicht das Xi, sondern wir nehmen hier tatsächlich das F' von x. Ja, und tatsächlich im Limes für Xi gegen 0 ist alles, für dx gegen 0 ist alles korrekt, was wir hier stehen haben. Okay, und dieses M, was wir hier haben, das ist also ein Maß dafür, wie stark unser Eingangsfehler verstärkt wird und am Ende dann im Resultat erscheint. Ja, das Resultat hat anschließend einen relativen Fehler, der ist in der Größenordnung von M mal die Eingangsfehler. Okay, der Fehler wird also verstärkt um den Faktor M, und deshalb bezeichnen wir diesen Faktor, der hier steht, also f' von x mal x durch f von x, auch gerne als den Verstärkungsfaktor, und es ist klar, warum. Zunächst mal, wie müssen wir diesen Faktor jetzt interpretieren? Naja, also wenn der in der Größenordnung von 1 liegt, dann sagt er uns, naja, der Fehler im Ergebnis ist ungefähr so groß wie der Fehler in den Eingangsdaten. Naja, das hätten wir wahrscheinlich erwartet, dass das so ist. Und in dem Fall sprechen wir von einem gut gestellten Problem. Das heißt, diese Funktion f lässt sich gut auswerten, und die Fehler im Ergebnis sind ungefähr in der Größenordnung, in der Größenordnung der Fehler der Eingangsdaten. Okay, wenn dieses m viel, viel größer als 1 ist, dann müssen wir davon ausgehen, dass kleine Eingangsdaten schon zu sehr großen Fehlern im Resultat führen. Und dieses Ergebnis, also diese Eigenschaft einer Funktion, nennen wir schlecht gestellt. Und man bezeichnet das dann auch tatsächlich als ein schlecht gestelltes Problem. Denn, naja, also es ist ja, wir haben ja bis jetzt noch gar nicht mit Algorithmen oder sowas gerechnet, sondern das hier ist wirklich sowas wie ein unvermeidbarer Fehler. Also Fehler, kleine Fehler, kleine Messfehler lassen sich nicht vermeiden. Und ohne dass wir jetzt hier irgendwie gesagt haben, wir gehen auf den Rechner, wir rechnen vielleicht falsch auf dem Rechner und so, wissen wir schon jetzt, diese kleinen Fehler, die wir nicht vermeiden können, die werden zu großen Fehlern im Ergebnis führen, selbst wenn wir absolut exakt anschließend rechnen. Das heißt, diese Funktionen sind dann im Grunde nicht auswertbar. Und man nennt die Aufgabe dann auch schlecht gestellt. Im Grunde heißt es, die Aufgabe ist unlösbar. Okay, wir werden uns auch häufig Messvektoren angucken, insbesondere wenn wir uns gleich die Grundrechenarten anschauen. Und ich mache das hier einfach nur am Beispiel, wie es dann aussehen würde. Also nehmen wir mal an, f ist nicht eine Funktion von r nach r, sondern es ist zum Beispiel mal eine Funktion von r2 nach r. Würde bedeuten, wir haben eine Funktion f in x und y. Naja, und was würden wir dann für den Gesamtfehler des Resultats erwarten? Wir würden erwarten, dieser Fehler setzt sich zusammen aus dem Fehler in x mal den Verstärkungsfaktor in x plus den Fehler in y mal den Verstärkungsfaktor in y. Und genau das ist auch der Fall. Ich habe Ihnen hier die Formeln einfach mal hingeschrieben. Und im Lernskript finden Sie die genaue Formulierung für den R hoch N. Okay, gut. Das heißt also, auch bei mehrdimensionalen Funktionen müssen wir einfach uns nur diese Verstärkungsfaktoren anschauen. Und der einzige Unterschied zu den normalen Verstärkungsfaktoren ist, naja, also hier tritt jetzt natürlich, weil es eine zweidimensionale Funktion ist, tritt jetzt hier nicht mehr einfach nur die Ableitung auf, sondern jetzt steht hier einmal die Ableitung nach der ersten Variable und hier steht einmal die Ableitung nach der zweiten Variable, also je nachdem, welchen Verstärkungsfaktor ich mir gerade anschaue. Okay, gut. Definieren wir uns jetzt mal und schauen uns jetzt einfach mal als Beispiel die Grundrechenarten an. Ja, also uns würde bestimmt interessieren, wenn wir jetzt uns die Grundrechenarten anschauen, wie groß ist denn der Einfluss der Eingangsfehler, wenn wir zwei Zahlen multiplizieren oder wenn wir zwei Zahlen addieren. Zunächst mal der schöne Fall ist eigentlich die Multiplikation. Ja, das heißt, ich definiere mal f von x, y als x mal y. Und dann ist der Verstärkungsfaktor in x, also der Faktor, mit dem der relative Fehler in x eingeht ins Gesamtergebnis, der ist, naja, Ableitung dieser Funktion nach x, naja, das ist gerade y, dann mal x geteilt durch das f von x, y, gibt also ein y mal x durch x mal y, das ist gerade 1.
Auf der anderen Seite, das MY ist genauso gut 1. Das heißt also, was stellen wir für die Multiplikation fest? Bei der Multiplikation ist der Fehler im Resultat genauso groß wie die Summe der Einzelfehler in den einzelnen Komponenten X und Y. Das ist eigentlich ein super Ergebnis und das heißt, die Multiplikation ist ein gut gestelltes Problem, denn die Fehler im Ergebnis liegen in der Größenordnung der Fehler in den Eingangsdaten. Okay, gut. Zweites Beispiel, Addition, wo es oben so gut geklappt hat, wird es ja wohl hier auch so sein. Also f von x, y gleich x plus y. Was ist der Verstärkungsfaktor nach x? Naja, also ich muss diese Funktion hier nach x ableiten, gibt ein 1 hier vorne, gibt also insgesamt 1 mal x geteilt durch den Wert der Funktion, mal durch also x plus y, ist also nichts anderes als 1 durch, und ich schreibe mal das in dieser Form, teile nochmal durch x oder kürze nochmal durch x, dann steht hier ein 1 durch 1 plus y durch x. Okay, ist das auch immer klein? Ist das vielleicht auch immer in der Größenordnung von 1? Nee, ist es nicht. Und zwar, wann wird das der Fall sein? Naja, also gerade dann, wenn dieser Nenner hier unten, wenn der in der Größenordnung von 0 liegt, ja, wenn der so ungefähr 0 wird, dann werden wir ein Problem haben. Das heißt also, wenn y durch x in der Größenordnung von minus 1 liegt, dann erwarten wir, dass dieser Wert mx hier vorne sehr groß wird. Wann ist y durch x in der Größenordnung von minus 1? Naja, also wenn y und x unterschiedliches Vorzeichen haben und ungefähr in der gleichen Größenordnung liegen. Okay, das heißt also, wir müssen bei der Addition erwarten, dass kleine Fehler auch zu sehr, sehr großen Fehlern, kleine Fehler in den Eingangsdaten, also kleine Fehler in den Zahlen, die wir addieren, dazu führen, dass wir sehr große Fehler bekommen in den Ausgangsdaten. Das heißt, dass die Summe praktisch völlig falsch ist. Dieses Phänomen nennen wir Auslöschung und es ist eigentlich das Einzige, was man im Lauf eines Algorithmus oder eines Rechenweges immer beachten muss. Ja, also eben, wenn ich irgendwo mal Zahlen addiere, dann muss ich darauf achten, dass die Zahlen möglichst nicht in der gleichen Größenordnung sind und unterschiedliches Vorzeichen habe. Wenn das so ist, dann habe ich unter Umständen ein Problem und ich muss mir zumindest überlegen, was an dieser Stelle tatsächlich mit den Fehlern passiert. Wir machen ein ganz einfaches Beispiel und das ist wirklich super einfach. Wir wollen zwei Zahlen addieren und die beiden echten Zahlen sind 1,01 und minus 1. Bei dem x habe ich mich ein bisschen vermessen, nämlich um so ungefähr 1%, also 0,01, ja, man Fehler gibt natürlich gerne in Prozent an. Und ich habe so ungefähr rausbekommen 1,00, also das 0,1 habe ich hinten vergessen, das heißt also, da habe ich einen Fehler von ungefähr 1%. Und das y-Schlange, haben wir Glück gehabt, habe ich sogar exakt gemessen, das ist minus 1. Der relative Fehler der Eingangsdaten ist also tatsächlich so in der Größenordnung von 1%. Rechnen wir aus, was ist das f von x, y? Das ist 0,01, ja, die Addition dieser beiden Werte. Und das f von x-Schlange und y-Schlange, also der falsch gemessenen Werte, ist 0. Okay, der Unterschied zwischen den beiden ist 0,01. Das heißt, der relative Fehler ist 100%. Das heißt, ich bin reingegangen mit einem Fehler von 1% und das Ergebnis hat einen Fehler von 100%. Und wie kann man sich das erklären? Naja, ist natürlich klar, genau das, was wir hier oben hatten, nämlich unterschiedliches Vorzeichen, gleiche Größenordnung, genau das ist natürlich für diese beiden Zahlen, x und y hier vorne, der Fall. Und ja, deshalb müssen wir eben damit rechnen, dass tatsächlich ein großer Fehler auftritt. Und genau das ist hier auch wirklich der Fall.